Hallo. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Ich stehe im Dienst von Lord Hagen. Du gehörst zur Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Hier erstmal dein Geldbeutel zu entwenden. Ich muss Lord Hagen Beweise für die Existenz der Drachen bringen. Dann solltest du keine Zeit verlieren und dein Leben nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Glaubst du etwa, du findest hier eine Drachenschuppe, die du ihm bringen kannst? Versuch, die Burg zu erreichen und sprich mit Kommandant Garond. Er muss erfahren, dass du im Auftrag von Lord Hagen kommst. Und er wird sich auch um deinen Auftrag kümmern. Okay. Wie ist die Lage? Ich werde hier durchhalten. Denn Inos ist mit mir. Mit seinem kurzen Schwert oder was, Alter? Das finde ich ja richtig albern. Oh, warte mal, hier ist ein Kamerad gestorben anscheinend, wa? Aber ich noch nicht mal eine Inschrift. Dafür hast du keine Zeit mehr gehabt, wa? Ein Grab aufzubauen, hey. Aber keine Inschrift zu machen. Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Finde ich natürlich auch sehr geil, dass man hier schon mal so eine Nebenquest erhält, obwohl man noch nicht mal den Hauptquestgeber erreicht hat. Ja? Das finde ich jetzt ein bisschen blöde. So, hier ist das magische Erz, was hier so rumfunkelt. Hier haben wir noch eine Spruchrolle, bla. Also hier mal in die Ecken gucken, Freunde. Ganz wichtig, immer in die Ecken gucken. Und hier ein edles Bastardschwert haben wir da auch. Lass mich mal hier bitte durch. So, und wir gehen auch noch an die Truhe ran. Links, rechts. Was für eine Kombi gewesen. So. Und Türchen zu. 4 Kisten. Wir haben nochmal nachgezählt. Also nicht böse sein. Wir haben nachgezählt. Deswegen. Wir wissen doch, dass er Probleme in Mathematik hatte. Bisschen Nachhilfe. Und so. Okay. Da ist nichts zu plündern. Nichts da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay. Hier haben wir auch nichts mehr. Nichts zu holen. Da haben wir auch nichts mehr. So, jetzt gehen wir erst nochmal in Richtung des Lagers hier oben. Da ist nichts zu holen. In der Hoffnung, dass wir... Ja! Strecken. Kommen wir da ran? Nee. Wir sind ja hier nicht bei Tomb Raider. So, okay, das geht nicht. So, dann müssen wir halt unsere alten Kenntnisse, unsere alten Gothic-Kenntnisse in die Tat umsetzen. So, hier haben wir noch ein paar Sträflinge. Oh, immer ganz gut, dass die Äpfel dabei haben. Nämlich dann können wir mit den Äpfeln uns nochmal ein bisschen pushen. So 1-2 Stärkepunkte. Wäre natürlich cool, wenn es irgendwas gäbe mit Hilfe von Geschicklichkeit. So, das passt. Die hätten wir alle. Okay, und es wird jetzt nicht so, als ob wir hier irgendwo groß gegen Schattenläufer oder sowas kämpfen müssten, die Module antreten, aber na. So. Moment, da ist auch noch einer. Schwerer Ast. So, nö, haben wir auch nichts. Gut. Trank, Snapperkraut und noch einen kleinen Trank, ein Feldknödrich. Ja, geht der. Okay, die Höhle wäre auch erstmal sicher. Gucken wir mal, wie es hier mit diesem Jägerlager da vorne ausschaut. Oder doch erst gleich nochmal hier hoch. Ne, da kommen wir natürlich nicht ohne weiteres hoch. Nicht ohne fremde Hilfe.
So. Jetzt bist du dran. Okay. Wenn man schon so begrüßt wird, ja, dann weiß man ja, wie die einzig wahre Reaktion darauf ist. So, na bitte. Also Pfeilen kann man auch gerne mal ausweichen, ja. Erst recht bei wenig Leben sollte man das machen. Und es ist auch gut zu wissen, dass das Banditenlager, das war damals ein Banditenlager der Jäger. Oder ein Jägerlager der Banditen, besser gesagt. Dass das jetzt hier Banditen geworden sind. Ich mach dich fertig. Achso, machst du das? Das hat man ja richtig gut gesehen. Du wärst wahrscheinlich effizienter gewesen, hättest du dein Schwert geworfen und nicht gezogen. Hätte er es mal geworfen. So. Gut, dann gehen wir gleich zu den Jägern und werden dann nochmal mit denen ein bisschen pläuscheln und fragen, na, wie sieht's aus? Erst recht, weil der eine ja von seinem Freund da berichtet hat, der parkende Probleme hat, psychische, ja. Physisch ist er komplett in Tip-Top-Form, aber psychisch hat er das hier wahrscheinlich nicht so mitbekommen. Oder nicht ganz geschnitten bekommen mit den Drachen, ja. Deswegen müssen wir dem da nochmal ein bisschen Beistand leisten und Hand halten und so, ja. So. Und natürlich auch mal die Truhen ausräumen. Weg da! Truhenkontrolle! Ich guck hier bloß mal rein, ob hier Schmuggelgut drin ist. Nein, da war nichts drin und in der anderen. Nur mal ganz kurz. So, links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. So, und Ingrom. Oh, ein Kinderspiel. Bitte. So. Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Jo. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Ja. Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Wir bereinigen das hier schon, ja? Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Okay, gut. So. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Okay. Ich glaube, dein Kumpel ist ein bisschen gereizt. Hör bloß auf. Provozier ihn nicht noch weiter, sonst reißt er mir noch den Kopf ab. Ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern, dass wir hier sind. Ich werd's irgendwann wieder gut machen. So. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön. Das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Ja, Junge. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was willst du wissen? So, Herzen nehmen oder Horn des Schattenläufers nehmen. Na bitte, das ist ja super. Genau das, was wir brauchen. Ja.
So, was macht die Jagd? Nee, das fragen wir jetzt nicht nochmal. Aber das wäre jetzt hier dieses Banditenlager oder Jägerlager, wo man dann auch noch ein bisschen was lernen könnte. Herzen nehmen braucht man natürlich, sagen wir mal, als Magier. Das muss man wissen. Als Magier muss man es nämlich hinkriegen, Herzen zu nehmen, weil man unter anderem die Herzen von Golems benötigt. Später, um... Ich weiß gar nicht, was war hier. Golem-Herz, also Feuer-Golem-Herz brauchte man, ich glaube, um Feuerring oder sowas herzustellen. Auf jeden Fall brauchte man da die Ingredienzien, die Reagenzien, damit man halt dementsprechend diese Runen zusammenbauen kann. So, okay. Also hier sind wir erstmal safe und wir können uns um die Fleischwanzen in voller Pracht kümmern. Also ich kann es auch nur empfehlen, Fleischwanzen immer nur mit der längsten Waffe umzuhauen, die ihr habt, gerade im Inventar habt, weil sonst schlagt euch hier dumm und dämlich und das sieht einfach nur aus, als ob man tanzt. Und wir wissen ja, wie ungerne Kerle tanzen. So. Genau. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Butlerfleisch und hier eine kleine Feuerstelle. Also man merkt schon sehr deutlich, dass sich hier ein bisschen was getan hat in der in dem Gebiet von Gothic 2 im Vergleich zu Gothic 1. Aber halt, Moment, da ist noch eine. So. Und Servan, ich muss dir wieder mal sagen, also du hattest echt nicht so unrecht. Das Schwert sieht natürlich wirklich geiler aus. Aber ich hatte natürlich den Meisterding schon mit Bedacht gewählt gehabt. Weil ich natürlich da auf diese 10% nicht verzichten wollte. 10% mehr einhändige Kampfkunst, aber nun gut. Es geht ja auch ein bisschen nach Style und da hast du wahrscheinlich dann doch den besseren Riecher gehabt. Die gute alte Betty von Skinner, die ist natürlich das Nonplusultra. Sieht sehr, sehr, sehr schnieke aus, dieses Schwert. Ich kann es ja nochmal hier in voller Pracht zeigen. Da. Hier so ein bisschen. Okay, es ist schwer zu zeigen, aber ihr seht es ja die ganze Zeit an unserer Hüfte baumeln. So. Und wenn wir dann später unsere bessere Rüstung haben, insbesondere die Paladin-Rüstung, dann sieht das eh richtig geil aus. Rohstahl. Okay, dann können wir jetzt auch mal in diesem Spiel hier diese Truhe ausleeren. Ich finde das cool, dass diese auch wieder nachgefüllt wurde, von wem auch immer. Ja. Weil die hat man natürlich auch schon mal geleert. Und da oben, da fehlt jetzt, fehlt hier an dieser Seite, fehlt die Leiter, weil man konnte bis danach ganz oben kraxeln. Und wenn man jetzt nicht gerade das Add-on spielen würde, dann würde man in dem gesamten Spiel nämlich keine Leitern finden. So. Und deswegen war halt auch dieser Running Gag in Jacken da mit von wegen, au, oh, wie geil das käme, wenn man Leitern hätte. So, okay. Wir müssen jetzt erst einmal in Richtung des Lagers, also da nach oben. Da sehen wir ja auch den Turm. Die Burg an sich ist ja noch nicht verloren. So, aber man merkt schon, hier sind überall irgendwelche Zelte aufgeschlagen und man kommt nicht wirklich ran, denn sie wird halt belagert, schon mehrere Tage. So. Da haben wir jetzt ein... Nichts zu plündern. Ein Ork-Veteran, oder wie heißt der gute Herr? Ork-Elite? Oh oh. Oh oh. Nee, ist mir jetzt doch zu heikel. So, cool ist bei der Sache hier einfach flüchten. Einfach flüchten. Wenn man nicht gerade hier gegen einen Schaman kämpft, kann man auch mit wenig Leben einfach mal flüchten. Zumindest wenn man jetzt hier diesen... Diesen Bonnie hat, der Akrobatik.
Okay. Ein bisschen wenig Leben, muss ich mal so sagen. Ich weiß zum Glück, wo wir rein müssen, damit wir da überhaupt hinkommen. In die Burg. So. Okay. Nichts zu holen. Hier wollen wir jetzt, also das, sagen wir mal, das ist die Frontseite von der Burg. Ach, verdammt. Komm, grill mal bitte. Ja, okay, das war jetzt nicht so glücklich. Also wenn das die Frontseite ist, dann müssen wir genau auf die linke Seite des, der Burg gehen. Damit wir halt auf diese, ja, ach, in diese reinkommen. Denn wir sehen, die alten Mauern, die bestehen nicht mehr. Da, wo überall die ganzen, diese ganzen kleinen Lagerchen und da, wo die ganzen Butler und so gelebt haben, das existiert alles hier in diesem apokalyptischen Inferno nicht mehr. So. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, nicht, dass wir hier wieder irgendwo hängen bleiben, weil wir so einen glitching Ork jagen mussten. Ach, hier wegen so einer komischen Axt tauche ich jetzt da nicht nach. So, okay. Hier haben wir auch noch was. Das Tor ist natürlich runtergelassen. Ja, wie sollte man es auch anders handhaben als Mensch, der sich in der Burg versteckt, wenn die ganzen Sachen belagert sind. Wenn die ganze Burg belagert ist. Nichts zu holen. Okay. Es besteht nur noch der Kern der Burg. Aber wir werden einen Weg reinfinden. Wäre ein leichtes. Oder wäre gelacht, wenn wir es nicht täten. Schwimmen wir mal auch eine Ecke. Wir haben ja schon sehr viel gejagt und auch erledigt in dem. In der Aufnahme momentan. Deswegen würde ich jetzt einfach mal es begrüßen, wenn wir dann in Richtung Burg reinmarschieren. Und dann erstmal mit den Leuten sprechen und dass man dann halt peu à peu das ganze Zeug dann auch fertig macht. So, und man dann halt hier erstmal die kleineren Monster tötet. So dass man dann den ganzen Spaß hat. Den ganzen Spaß noch mit den Orks hat. Das war das uns ein bisschen stückeln, ja. Dann haben wir wirklich auch bei mehreren Aufnahmen halt auch ein bisschen Kampf-Action und dann nicht nur Questen. Ah, okay, hier hinten geht's dann auch, hier fängt dann auch schon der Wall an. Es gibt ja hier jetzt einen Ork-Wall, dahinter soll die große Armee sein. Die große Ork-Armee aus dem Minental. Aber ich muss gleich mal spoilern, das ist unter anderem auch ein Easter Egg. Sollte man es schaffen, hinter die Mauer zu gelangen, gibt es keinen weiteren Weg wieder von dort hier rein in dieses, in diese Ebene. Ja, also das ist dann ein Wegstraße dementsprechend und das ist ein Weg. Einwegstraße, sagt man das? Ne, Einwegstraße sagt man nicht. Wie sagt man dazu? Einbahnstraße, genau, das ist eine Einbahnstraße und findet man dann bloß ein Schild mit der Aufschrift von wegen, oh ja, super toll, du hast es endlich geschafft, du bist dem auf den Grund gegangen und hast herausgefunden, dass es eine Lüge ist, weil jetzt
In der Burg werden uns Haufen Leute sagen, dass hinter diesem Ork Wall oder hinter diesem Wall Haufen Orks, eine riesengroße Armee von Orks steht und dass die Menschen diese Mauer aufgebaut haben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall steht dann da halt nur ein kleines Schild von wegen, oh ja, toll, super, super, duper, du bist ja so toll, aber das ist alles auf Englisch geschrieben. Könnt ihr mal mit Marvel Mode ausprobieren? Ich möchte es jetzt nicht machen, weil ich da dem Marvel Mod, da habe ich nicht so die große Erfahrung mit, und bevor ich da irgendwelche Befehle nicht gleich auf Anhieb kann und mich dann wieder von irgendwelchen Hatern wieder beleidigen lassen muss, lasse ich das gleich mal bleiben. Ne? Das lasse ich denen, die es können. Ich kann natürlich hier wie ein Pro-Gamer einfach mal als Bogenschütze durchspielen. Habt ihr das gesehen? So muss das sein. Okay. Also der schnellste Weg ist das natürlich nicht, wie ich hier spiele, aber es ist halt ein Weg, eine Möglichkeit, ein Lösungsvorschlag meinerseits für euch. Ihr könnt euch ja da ein paar Anregungen holen, wenn ihr das Spiel selber spielt, wie man halt hier einige Sachverhalte lösen könnte. Ihr könnt es natürlich alles besser gestalten. Das ist jedem ja, das ist ja jedem freie Hand gelassen. Oh oh. Ne, ist mir dann doch zu heikel. Komm. Ja, okay. Speichern, speichern, speichern und weiter geht's. Dann rennen wir da nochmal rein. Drei Pfeile müssen wir absetzen. Wenn es gut läuft. Okay, dass da ein paar nicht getroffen haben, das ist jetzt ein bisschen blöde gelaufen, aber okay. So, Blutfliegen können wir eh nichts entnehmen, deswegen hauen wir die einfach an Ort und Stelle weg. Komm. Wer auch gelacht hier. Arschkeks. Komm. Jetzt. Okay. Da haben wir auch noch eine Blutfliege. Sums. Komm. Also ich glaube, die höchste Priorität ist, nachdem wir dann in dem Lager waren, in Richtung der Drachen zu marschieren, der ersten Drachen zu marschieren, um die letzten Rollen bzw. Tafeln zu bekommen, nicht damit so. Wir dann Großmeister der Jagd werden, des Bogenschießens. Ah, okay. Lalala. Und genau da ist der... ist der Aufstieg, den wir jetzt nehmen können, um in die Burg zu gelangen. So, okay, das hätten wir. Da waren halt nur zwei Ork-Patrouillen dran, ne, an diesem Dingens und ja. Das wäre dann der gesamte Weg gewesen. Da rechts sind noch ein paar Warge, also Obacht. Obacht. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Hallöchen. Was geht ab? Was geht ab? So, man wird jetzt hier noch nicht mal irgendwo feierlich empfangen, sondern man muss hier mit den Leuten sprechen und ja... Weil die kommen ja nicht auf einen zu, ja? Oder? Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Oh, dann sollte ja. Ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Die ganze Zeit Hände in der Tasche oder Hände an der Hüfte, ja? Und dann kommt er mit so einem Spruch an, ja? Von wegen, oh, kannst du ja hier von Glück aus sagen, ne? Und so.
Da haben wir einen Waffenknecht. Da haben wir einen Waffenknecht. Boah, Alter, das ist eine Ausbeute hier. Eine Ausbeute, Freunde, ja. Haufen Waffenknechte, ja, die hier sinnlos in die Welt gucken. Da haben wir Zengrad. Was geht? Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Das wäre einfach okay, hier komm. Nehmen wir mal mit. Wer kann mir hier was beibringen? Frag mal Kerolot. Er trainiert die Jungs im Schwertkampf. Vielleicht unterrichtet er dich ja auch. Aha. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Zeig mir das.